Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Erstmal heilen wir uns, solange dieses Ding hier noch da ist. Genau. Und Jan kriegt's wieder nicht. Unglaublich. Er hat's auch nicht verdient. Hauptsache, du kriegst es noch. Bin ich frech. So. Jan ist der Einzige, der es noch hat. Und jetzt, nur um klar zu sein, müssen wir links zu diesem Ding und dann können wir runtergehen. Wir haben noch eine andere Quest. Welche? Ich guck oben links, da steht's. Die habe ich gesagt. Schaufel, dann müssen wir... Nein, das ist die nicht. Töte im Reich der junge Hexe. Gehe nach frisches Grab im Reich der Wächterwald. Sehen wir aber, glaube ich, noch nicht, oder? Ja, hä? Ja, weil man die nicht sieht, die muss man finden. Gehe nach frisches Grab im Reich der Wächterwald. Aber dann müssen wir doch im Wächterwald gehen. Wir sind doch hier nicht im Wächterwald. Du hast das ja nicht. Das ist der Wächterwald. Wächterwald. Das heißt da bei dem Ausrufezeichen. Ja, wahrscheinlich. Nee, das ist gerade erst gespawnt. Oh, scharfes da Auge. Du bist auf frisches Grab gestoßen. Ja. Guess ich wusste das aber. Ja. Wusstest du. Ja, natürlich, weil das da, ist das einzige Zunderbeutel. Siehst du, Jan, du hast jetzt deinen eigenen Zunderbeutel. Jan? Christoph. Was? Wolltest du, bist du ein Troll? Ja, ist doch egal, Mann. Ich dachte halt, Janis hat den Aluhut auf. Der redet immer so komisch. Erstmal hier das Ding. Mach mal. Ui. Minus plus zwei Wahrnehmung. Glück. Ich brauche unbedingt das Glück. Minus Wahrnehmung. Ich brauche kein Glück. Minus 25 durch Waffe. Danke. Glück, so, das habe ich noch nie gehabt. Ich war mal im Casino und selbst der Inhaber hat gesagt, ich habe kein Glück. Ja, der geht extra zu dir. Du darfst hier bleiben. Naja, die sagen ja normalerweise, du hast auf jeden Glück. Fall beim nächsten Mal hast du Glück oder du hast auf jeden Fall beim nächsten Mal Glück. Der Inhaber des Casinos hat gesagt, nein, hast du nicht. Der hat wie gesagt, mein Mitleid, hier kriegst du ein bisschen Geld, geh. Das ist gut. Ich habe so viel verloren, selbst er wollte mir nichts mehr abnehmen. Oh, Mann. Alter, geil. Was endlich mal eine bessere Waffe. Selbst Orange im Orange hat gesagt, du solltest kein Glücksspiel betreiben. Ah. Wo ist er, die Waffe? Da. Oder warte ich noch bis in die nächste Stadt? You wait. Die kostet nur 14. Es ist teurer in der nächsten Stadt, denk dran. Ja, okay, true. Dun, 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 dun. Bitte warten Sie. Ein Mitarbeiter wird gleich für Sie zur Verfügung stehen. Ja. Diese Wartezeit wird Ihnen präsentiert von Kick, TEDx Steel Discount. Nein, nicht Kick. Alter, ist das teuer. Ja. Kick ist nicht teuer. Nee, ich meine die Meditation da. Jetzt 10% Rabatt mit dem Code PENIS bei NordVPN. Ah ja. Komm, 5. Jetzt regnen sie da was? Nee. Oh, guck mal, da hinten kommt schon die erste Geisel. Ey, Bolz. Was? Gib mir mal den Knüppel, den du im Inventar hast, please. Warum? Ich habe außerdem meine Waffe verkauft. Oh, Jan. Klingt irgendwie nach deinem Problem. Ja, okay. Vielleicht kriege ich hier eine. Ja, da kriegst du eine. Ja, jetzt hast du genug Gold, jetzt kauf dir eine. Geil. Ja, praktisch. Ja. Schade. Wie viele von diesen Nesseln hast du jetzt, Digga? Zwei. So, stell dich mal links hin und wir greifen dann die Hexe da gleich an. Der Faustkämpfer. Ja, ich gehe so. Dann kannst du schön da hingehen. Ja. Er macht extra Platz für dich, Bolz. Ja.
Denk dran, du kämpfst alleine. Wieso? Weil du ein Faustkämpfer bist. Hey, ich mach 6 Damage, ja. Okay. Oh, boy. Was sind wir? Ist mein Schwert eigentlich einhändig oder zweihändig? Wo sieht man das denn? Das Zeichen auch oben, oben wo links es dann mit rechts zwei ist. Händen. Okay, das hat kein zweihändiges Zeichen. Das heißt, das ist einhändig. Das heißt, ein Schild zu kaufen macht Sinn. Yes. So gut und dann hat es nicht mal ein Sch Alter. Naja, so gut, also. 20 Damage. Es ist okay. Ja, 20 Damage ist. Gut, ja. Das ist okay. Für einen Einhänder. Das ist okay, wie gesagt, ist nichts Besonderes, ist okay. Kann man nehmen. So. Gut. Nein, ich hab kein Gottesbart. Egal. Das war vielleicht nicht ganz so durchdacht. Weil die kriegt jetzt einen Power Punch. Ja, Mann. Der Power Punch, Digga. Oh Gott. Ist halt echt ein Troll, dass er dir nicht deinen Knüppel gegeben hat. Was ist das denn? Aufmerksamkeit auf mich lenken. Oh, du hast ein Schild. Geil. Einmal heilen. Ich hätte. Heil. Frage dich. Du hast jetzt schon mindestens 3-mal geclaimed. Vor allem eine Riesenmenge jedes Mal. Aber das eine. Pass auf, Christoph, erinnerst du dich an das eine Mal, wo Jan in der Höhle gestorben ist und lag, bevor du gestorben bist? Da habe ich geteilt gehabt. Ja, ja. Jetzt. Ja, aber auch einmal und wir haben jedes Mal geteilt. Jetzt ist wieder Claim. Holz, du hast jetzt über 100 Gold nur für dich geclaimed. Naja, als nur du und ich Geld bekommen haben, habe ich geteilt. Ich will nur Jan kein Geld geben. Du kriegst nie wieder was. Ich teile auch nicht mehr, wenn du in der Gruppe bist. Ist einfach kein Deal. Ich gebe jetzt einfach Jan immer die Hälfte von dem, was ich krieg. Entspann dich. Ich entspann mich. Wenn ihr irgendein krasses Item in der Stadt habt, wo ähnliches, kann ich euch das Geld ja auch wieder rübertragen. Das ist ja nicht so, dass ich da... Dafür musst du aber in der Nähe sein. Ey, to be fair, hätte ich dir den Knüppel gegeben, ja, hätte ich meine Items gerade nicht auffüllen können. Dann hätten mir nämlich tatsächlich 2 Gold gefehlt. Du hättest ihm deine Machete geben können. Den brauche ich allerdings, falls meine Waffe kaputt geht. Weil ich meine Waffe nicht kaputt... Er hat keine Waffe. Ja? Aber er hat keine Waffe, das ist der Punkt. Genau, aber meine Ersatzwaffe, falls meine im Kampf kaputt geht, werde ich dann nicht ihm geben. Das wäre ziemlich blöd. Ja, aber dann hat er hat ja die ganze Zeit keine Waffe. Okay, ja. Gib ihm nur eine Ersatzwaffe, hä? Christoph, das kann ich verstehen. Aber es wäre blöd, wenn ich ihm meine Waffe gebe, die auf meine Attribute gestimmt ist. Meine Zweitwaffe. Ja, ist doch egal. Meine Waffe ist kommt kaputt. Keine Waffe. Ich kann doch nichts dafür, dass du deine Waffe weggekauft hast. Diese Ersatzwaffe, falls meine kaputt geht, ist eine fundamentale Teil meines Sets. Das kann ich dir nicht geben. Den Knüppel gegebenenfalls, den muss ich aber für 2 Gold verkaufen. Oder nicht für 2, sondern für 7 Gold oder so. Egal, ich kaufe mir jetzt einfach eine. Ja. Keine 5. Ich bin auch relativ zuversichtlich, dass in der nächsten Stadt eine recht gute Waffe für dich da sein dürfte. Hoffe ich auch. Gibt's echt nicht viel Gutes. Naja. Ist da ein Knüppel? Nein. Schade. Dann haben die mich abgezogen. Die haben einen Knüppel genommen und kaputt gemacht. Ich hab mein Gottesbart verschenkt. Ich hab meinen Zunderbeutel kollektiv genutzt. Danke. Immerhin eine Waffe. Also. Direkt ausrüsten. Ja, und ich hab eine Waffe. Ja, gekauft. Direkt 5 Movement, Digga. Los, lauf, los. Run, Boy, run.
schwarze Quelle. Warte, wo ist er? Hier. Der schwarze Quellentyp meine ich. Da. Ja, Spuk. Oh Gott, das ist Stufe 4. Holy shit. Aber ich muss außen rumlaufen. Oh. Ja. Yeah. Kannst du nochmal nehmen. Ausweichen plus 5 und hinterher. Du kommst in die Stadt, wenn du zwei Fokus benutzt. Du kannst zwei Fokus benutzen, in die Stadt gehen, kaufen und dann ausruhen. Ja, true. Ah ja. Schlüsselfragment? Markt. Es gibt echt keine gute Waffe für mich. Ich hab dir eine gegeben. Ich weiß auch nicht, welche Waffe zu dir passt. Also willst du Tank ja, sein? Auge. Willst du Bogenschütze? Ich nehme die Waffe, die am besten ist. Wir droppen dir eine. Und dann ja, ich kaufe jetzt einfach eine Mistgabel. Ich hab dir doch eine gekauft. Behalt die doch erstmal, bis was Gescheites ist. Jan versucht wahrscheinlich die ganze Zeit einfach nur am meisten Damage auf die Waffe zu kriegen. Was nicht ganz ist, wie die Waffen funktionieren. Literally, du verschwendest Gold, Jan. Danke. Also, was glaubst du, was mein Gold gerade verschwendet? Danke dir. Danke für nix, Jan. Ich hab keiner benutzt dein Kopf. Kaufen sollst. Ich mach's trotzdem, Junge. Ja, die Mistgabel hat 6 Damage mehr. Wow. Und ist ein Einhänder, das ein Schild tragen kann. Wow. Das ist ein krasses Upgrade. Nein. Hat es Rüstungsbestrengung? Ja. Immerhin. Und es gibt nochmal 2 Basic-Rüstungen. Bist du fertig? Noch nicht, ich guck gerade. Nimm mal die Gegenstandsquest an. Ja, stimmt, Quest. Dienste. Die Geldquest könnt ihr mal annehmen. Quest. Oder was für ein Gegenstand kommt da? Ich kann noch Chaos. Zunderbeutel. Wie viel Geld würden wir bekommen? 60. Wie viel kostet ein Zunderbeutel? Geh mal gucken im Shop. Ist nicht im Shop. Doch, 63. Haha. Dann sollten wir den Zunderbeutel nehmen. Den ich dann aber tatsächlich bekommen würde. Ah. Markt. Was? What the fuck? Okay. Wilde Quest. War das die Quest mit dem Zunderbeutel? Ja. Perfekt, der Nachtmodus oben rechts und unten links. Perfekt. Nur den unten links, nicht unten oben rechts. Okay, es gibt 3 Nachtmärkte. Es gibt links einen, es gibt unten links einen und oben rechts einen. Ja, wie gesagt, nur den unten links. Die Katakomben. Ja, das ist wieder so ein... Das ist wie so eine Höhle, nur krasser. Ja, ist eh zu stark. Wieso? Level 3. Wir sind alle Level... Also, gut. Nein. Und wir haben einen Level 2 Dungeon verkackt. Wieso? Wer ist doch noch da? Ich rede einfach nicht mehr. Ja, verkackt heißt, dass wir nicht abgeschlossen haben. Du meinst, wir sind ein bisschen zu häufig in dem gestorben, dafür, dass wir den rein können. Da würde ich dir zustimmen. Ey, komm, lass sein, das braucht Intelligenz, das hast du nicht. Ach, DP. Ja. Nice. Als Magier ja, keine Intelligenz wäre kritisch. Das wär was? Kritisch? Habe ich meinen Namen gehört? Aber erstmal hier diesen Ausweichschrein holen jetzt. Den braucht er eigentlich. Der Ausweichschrein ist mal eigentlich für den Magier. Für den Fall, dass der Tank oder so stirbt. Weil das ja eine einzige Verteidigung ist, wenn er Damage macht. Jan, du hast ein Schild. Das ist literally die einzige Möglichkeit, wie er sich verteidigen kann. Und Hinterhaltsimmunität brauche ich. Jan. Junge, deine Argumentation gibt keinen Sinn. Du, ja, meine Argumentation ergibt keinen Sinn. Der Magier, der kein Schild nehmen kann oder keine Rüstung tragen kann, die ihn tatsächlich verteidigt, braucht definitiv kein Ausweichen, was der einzige Wert ist, den er haben und benutzen kann. Neben magischem Widerstand, der gegen Monster so gut wie gar nichts bringt. Nein! So verdient. Als ob 14%. Oh mein Gott, der in der Mitte. Der Moskito. Alter. Das ist so frech. Christoph, siehst du den Moskito? Ja. Oh mein Gott.
Das ist so ekelhaft. Das wird so funny. Alter! Junge, 80% failed! Ja, einfach verdient, das? Einfach verdient, mehr sag ich dazu nicht. Du kannst auch Junge, wegrennen. Ich will halt auch eine Ausweich. Ja, ich und bin Chaos lieber. Let's go! Alter. Ah. Ich will nur sagen, wenn diese Staffel zu Ende geht, ne? Ich weiß, dank wem. Bist du ja gut so ausgewichen, voll. Bruder. Ja, Junge, 30 Ausweichen bringt gar nichts scheinbar. Ja, ich kämpfe nicht mehr mit dir zusammen. Du gibst mir noch Chaosfieber. Ist mir egal. Ja, zumindest eine Sache können wir Jan hier offenlegen. Sollen wir ihm das offenlegen? Christoph, sollen wir ihm das offenlegen? Ja, mach. Wenn er ein Monument hat und stirbt, dann geht das Monument kaputt und er stirbt nicht. Ja, ich weiß. Aber das Monument wäre trotzdem immer noch besser bei Christoph. Wir benutzen den Zunderbeutel, Digga! Ja, sonst verreck ich. Ausruhen. Sag, dass du verreckst. Du hast ein Gottesbad, benutz doch deinen Gottesbad statt den Zunderbeutel. Du hast keine Blutung, du hast kein Gift, du hast kein gar nichts. Christoph, ich dachte, das Chaos 4 macht 5 Damage. Christoph, er hat eine Portalschriftrolle, er hat eine Teleportschriftrolle und er hat ein Gottesbad. Er hätte alles dieser drei Objekte nutzen können, um in eine Stadt oder ähnliches zu gehen und den Zunderbeutel nicht zu benutzen. Er benutzt den Zunderbeutel, welcher tatsächlich relevant wäre für die gesamte Gruppe. Ja. Ich hab halt kein Gold. Und klaute dein Monument. Du wirst nie Geld, du wirst Gold? Niemals von mir Gold bekommen, Digga. So wie du da. Wie so. Ich nehme das jetzt auch zurück, dass ich mit dir mein Gold teile. Wir machen eine Quest, weil ein Zunderbeutel 3 Gold mehr wert ist als das Gold, was wir bei der anderen Quest bekommen würden. Er verschwendet einfach seinen Zunderbeutel komplett einfach so. Ja, ich kann mich ja nicht heilen in der Stadt. Du hast ein Gottesbad dabei. Du hast. Natürlich kannst du dich in der Stadt heilen. Nein, der Segen kostet 21 und der Heiler auch. Was dann verkauf doch einfach eins deiner scheiß Items, das du dabei hast und nicht brauchst. Dann teleportier dich in die Stadt und verkauf dein Gottesbad. Ja, solange du nicht die Portalschriftrolle benutzt, weil die auch fürs Team nützlich ist. Weißt du, wenn wir anfangen würden, den Modus. Mach mal lieber deinen Zug. Achso, mein Zug. Warte, ich bin dran. Ja. Ah. Ich versuche keinen Hinterhalt. Aua. Ihr wollt aber wirklich immer allein kämpfen. Das ist. Na, ich wollte eigentlich einen Hinterhalt, dass ich da durchkomme. Und wollt nicht so komplett aufgerieben werden. Er spielt viel zu riskant. Junge, der trifft doch alles! Ja, komm! Ein Fehler jetzt, damit du bloß dich perfekt machst. Sehr schön. Ja, wir voll riskant, Digga. Kann ich nicht teilen, schade. Kannst du immer noch teilen. Oh, hier links ist schon das Königslabyrinth. Was kann ich teilen? Ich erinnere mich nicht, Entschuldigung. Ja, ich auch nicht. Die Demenz. Demenz. So. Dann würde ich noch einmal sagen, wir gehen eine Duration durch, jeder einmal im Zug und dann machen wir die Folge auch wieder. Würde ich sagen, beenden wir die Folge. Ist ja genug hier passiert mit Jan, der wieder hier seinen kompletten. Der auf Video seine komplette Ehre verspielt hat. Ich glaube, was anderes ist in der Aufnahme auch gar nicht passiert gerade. Vielleicht wird das auch einfach Titel der Folge. Er klaut das Monument. He's snitching the monument. Junge, wow! Ausreicht mehr nicht. Junge, dem ist ein scheiß Helm von der Glatze gerutscht. Mir fehlt ein EP für Level 3. Ja, warte, das habe ich. Das kann ich fixen. Lol, da ist die Krypta. Ein gefährlicher Abstieg in die Lich-Krypta. Ja, das schaffen wir noch nicht. Ne, das Problem ist, da hinten kommt der Typ. Auf nee, der Zeitleiste. Das ist nicht der Lich. Der Typ kommt da oben bei diesem Brunnen. Ja, das ist der. Bevor du ja. Doch, das ist doch der Lich. Oder nicht? Nein. Wer ist das dann? Nein. Das ist, wie heißt der Trottel? Ich weiß es nicht. Das ist halt ein Bar, so eine Art Bade. Achso, das ist dieser scheiß Musiker-Typ wieder. Oh, nee. Genau.
Ja. Jan, du hast jetzt diese Questkram, ne? Ich hab die Quest gemacht, ja. Du Du hast hast. die Nein, noch nein, nicht nein, du hast gemacht. das im Nachtmarkt geholt jetzt, richtig? Ja, und ich bin Dann jetzt musst du nach zur Karin Stadt gehen, um es da zurück. abgeben. Ja, ich weiß. Genau. Ja gut, greife ich den noch an und beende danach dann die Folge. Man muss ja nicht so kleinlich sein. Oh, guck mal. Ja. Oder muss ich hin auch noch? Kannst doch die Geisel wegmachen. Glaub Mit dem nicht, dass Ding. ich. What the fuck? Hätte Oh, das erstmal ist schön eh. Gift eingeschenkt. Fast. Nö, dann Fast. nicht. Fast, ja. Ist halt ein Assassine. Ein Wow. Ekelhafter. Don't you dare. Miss auf Die dared. Ansage. Okay. Junge, hör doch mal auf mit dem Miss auf Ansage. Was soll das denn? Oh. Auf fliehen. Alter. Das ist nicht stark. Ich sehe die Crit-Chance schon wieder, Nee. Digga. Die Mistgabel ist auch besser. So, dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt For the King auf diesem Kanal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Tschüss.